ist ein friedlicher Bewohner. Ja, so nur ein bisschen sortieren. Was schon? Könnte ruhig noch ein bisschen schwerer werden. Sehr gut. Blink. Nächste Prüfung bestanden. Gut geschossen. Vielleicht habe ich es dir nicht schwer genug gemacht. Oh nein, halt, ganz vergessen. Zeit für Level 2. Nein, ich freue mich drauf. Ich bin voll im... Ich bin dabei. Ich bin voll in Form. Ich krieg das hin. Na, hops. Hinunter da. Was? Halt durch! Oder müssen wir nicht fallen? Dürfen wir nicht fallen? Wovon reden? Oh, ein Golem. Lucken! Oh oh. Was? Was? Den hat's getroffen. Den hat's erwischt. Mache ich! Oh oh. Kriegt der Events. Ganz schnell. Weg da. Hüpfen. Jump and run. Jump and duck. Na komm. Leute, kriegen wir hin. Ducken! Und wegducken. Ah, verdammt. Da hat sie mich getroffen. So. Und was hat's wieder erwischt? Was? Jesse, pass auf dich! Mach ich! Ich pass auf mich auf! Na dann. Runden wir ab. Hier lang, Leute! Hier nach! Jump World. Batz. Ups, ups. Ducken! Und weg da, nach rechts. Und Y. Mats. Weg da, entkommen wir. Uah, nee, ich runterfallen. Und, oh oh, ich komme hinterher. Und weg da, Quick Time Events. Okay, Leute, jetzt geht's. Und auf einmal, zack. Und die Perspektive war ein bisschen fies. Na komm. Raider, du schaffst das auch. Komm, Raider, spring! Komm schon. Aber was? Ich glaube an dich. Jesse, komm. Ich will nicht fallen! Dann spring! Manchmal muss man sich durchmogeln, Raider. Na, komm. Zeit für Helden. Na komm, spring. Okay. Du kannst das schaffen. Oh. Oh, jetzt geht's! Raider, nicht fallen. Bleib bei uns. Ich lass dich nicht fallen. Wir haben es geschafft. Ja. Verschwinden. Wir toppen jedes Spiel. Fürst Chmai. Ja, Fürst Chmai. Doch, komm schon! Noch mehr Golems. Na dann, hau ab. Zurückzuhalten. Ja, okay. Ich dachte, der Plan wäre abhauen. Na dann, schießt! Der Große gehört mir. Attacke. Ausweichen. Habe ich mittlerweile gelernt. Huh. Möglichst nah rankommen. Ah, verdammt. Kann ich mich treffen lassen. Huh. Beducken. Na komm. Wir machen dich alle. Bats. Und da fangen seine Beine an zu brückeln. Ich mach dich alle. Hilfe. Ah, was ist denn los? Verdammt. Der kann aber schnell werfen. Mal vorwärts. Verdammt. OP. Erst OP. Verdammt. Das ist aber ein bisschen heftig hier. Ein Golem greift an. Oh Mann. Oh, zum Glück hier schon im nächsten Level. Ausweichen. Ganz hart ausweichen.
Hupa, hupa, keinen Schlag einstecken. Au, au, au. Kein Schlag, sieht aber anders aus. Kein Schlag, sieht aber anders aus. Na komm. Attacke. Na komm, na komm, na komm, na komm. Was denn? Mach dir kein. Zack. So, nächste Stufe geschafft. Haben wir Checkpoints oder? Muss man wieder zurück. Oh, langsam wird's hart. Verdammt. Ja, Checkpoints, das ist gut. Mal wieder alle Herzen. Na komm, streng dich an, ausweichen. Wo die Lücken sind. Sind wir schon ganz nah dran. Na komm, Batz. Ich hab da ein bisschen geleckt. Schädel ab. Batz. A drücken. Alles klar. Cool. Du hast es geschafft. Nice. Alles klar. Sehen wir, was in ihm steckt. Und öffnen wir diese Tür. Hau ruck. Na komm, na komm, na komm. B. X. Und zack. Schnell, damit Kürbis. Bevor er sich noch Level 3 einfallen lässt. Ups. Rein damit. Und weiter da. Hinauf. Ich wollte gerade sagen, wirf das Ding nicht, aber geht auch so. Und weiter geht's. Sehr gut. Wir sind auch komplett fit und top in Form. Das war. Wir kriegen dich hin. Ich meine, was? Es war nicht deine Schuld, Raider. Was muss irgendwo hier sein? Ja, der ist nicht tot. Das ist ja nur nicht getrunken. Schmecke meinen Mut. Naja, ich fand es passend. Das war echt heftig. Wäre es seltsam, wenn ich dich umarme? Nein, weil gar nicht. Ich hab das Bedürfnis, dich zu umarmen. Na komm. Oh, wow, du bist ein toller Umarmer. Unbedingt. Petra! Ja. Petra! Habt ihr was gesehen? Nein, der ist ins Wasser gefallen. Ich hoffe, er kann schwimmen. Ja. Er lebt zumindest noch. Noch. Hilfe! Könnte mir mal jemand helfen? Okay. Ja, sie wird auch weggespült. Ja. Müssen wir uns jetzt entscheiden, wen wir retten oder was? Nein, 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 nein! Das verdient niemand. Nicht einmal Stella. Sie ist vielleicht ein wenig eingebildet und sie behandelt eigentlich alle mies, aber sie ist auch ein Mensch. Ja, wir müssen ihnen helfen. Stella war total unmöglich, aber das heißt nicht, dass wir ihr nicht helfen sollten. Ah, du hast ja recht. Ja, was sollten wir auch nicht... Nein, 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 das ist falsch, Leute. Falsch. Können wir nicht beide retten? Die einander nicht helfen. Die Verlierer sollen verlieren. Ach, Schwachsinn. Ein blöder Schneemann. Niemals hätte Radar sich ohne euch aus diesem Raum... Knallt er das. So ein Humbug, so ein Schwachsinn. Er ist auch ein Held. Er ist so gut wie jeder von uns. Er hat das gleiche. Ja, das Team klappt nur zusammen. Das musst du auch mal lernen, Edmund. Ja. Also schön, überzeugt. Ich gebe es jemandem eine zweite Chance, aber es gibt eine Bedingung. Hey, lass das! Was denn? Hey, lass Wayne los. Nein, aber er ist so klein. Hey, nicht auf die Kleine stürzen. Du musst mal Respekt vor den Kleinen lernen. Das ist hier. Das Kleine, aber wo jetzt? Ich meine, klein nicht. Immer auf das die Kleinen. Wir müssen etwas unternehmen. Das ist immer auf die Schwachen und Kleinen. Das ist, man weiß das Geringere nicht zu schätzen.
Die Tür! Du musst zu der Tür! Raiden, ja, die Tür. Fest. Ist nicht schlecht. Und da oben ist Lava. Wir können nicht einfach hier herumstehen. Jesse, los geht's. An der Decke Lava. Oh. Jetzt stehe ich auch, oder was? Dann retten wir mal Raider. Oha, ausweichen. Raider, zack. Die Tür. Jesse. Raider. Jesse, ich hatte gerade eine Idee. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht bin ich ein Ja, jetzt keine Zeit dafür. Ab zur Tür, ab zur Tür, ab zur Tür, ab zur Tür. Na komm, ab zur Tür. ZR. Na komm, hin da. Au, scheiße. Fail. Raider. Oh nein. Hab ich jetzt Raider geopfert? Oh nein. Das. Mit besserer Reaktion hätte ich es geschafft. Der Admin will, dass wir seine blöde Herausforderung bestehen. Aber vielleicht fällt uns was anderes ein. Können wir sie boykottieren? Hat jemand. Luna! Wenn das Lama auf die andere Seite der Wand kommt, können wir das auch. Ja. Bauen wir uns einfach mal durch. Da kriegen wir niemals ein Loch rein. Hat jemand etwas, woraus man eine Spitzhacke bauen kann? Ich habe ein paar Stöcke. Ja. Drei Diamanten! Oh, ja, Spitzhacke. Das ist doch was wert. Rezept, wir wollen es jetzt nicht verschenken. Ja, Spitzhacke. Alles klar. Drei Diamanten. Zack. 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 Das ist eine sehr gute Spitzhacke. Menü, Stock. Zack. Und zack, so. Die Spitzhacke erstellen. Na, Spitzo. Spitzo, klasso. So, und abgebaut. Und durch da. Luna. Komm zu uns. Sie gehen hoch. Dann sind unsere Freunde auch hochgegangen. Und dann gehen wir auch hoch. Na dann. Okay. Dann werden wir wohl teleportiert. Na dann fliegen wir. Schweben wir hinauf. So, schwimmen wir hinauf. Alles klar. Und wo kommen wir da hin? Da! Wir kommen her! Fast am Ziel, wie es ausschaut. Falls der Admin wiederkommt und merkt, dass wir sein Zeug kaputt gemacht haben. Ja, dann wird er ganz böse. Bevor der Admin herausfindet, was wir getan haben. Na dann, machen wir schnell. Er wird sehr, sehr wütend sein. Ja, kein Witz. Ja, wir spielen nicht lange nach, länger nach seinen Regeln. Ich ihn kenne, würde es ihn nur plötzlich ändern. Ja, du hast recht. Na dann. Da! Da sind unsere Freunde. Na, das ist unser Freund. Aber ich sehe was nicht. Halt dich fest! Raider und. Beschütz bloß mein Lama! Sie. Vor allem vor denen! Schnauze! Schnauze! Was? Ein weißer Enderman oder was? Ein Schneederman. Alles klar. Ausweichen! Oh, oh. Luna! Oh, Mann! Ich hasse diese eisigen Endercreeper! Endercreeper? Du und ich. Das ist ja eine neue Erfindung. Und das ist vielleicht mal was. Gott sei Dank bist du in Ordnung, Schätzchen! Schnauze, Stella! Das sah echt Schnauze! Ja. Komm schon. Da hatte ich schon Schlimmeres zum Frühstück. Tut mir leid. Das ist einfach eine ganze Creeper-Mob, oder? Pass auf. Ganz Enderman. Das letzte dieser Ender-Creeper-Dinger. Oh, ja, dann Minecraft-Ahnung. Ja. Noch nicht.
sind ein hartes Stück. Die Uhr. Und da müssen wir hin. Leute. Einer von euch geht zur Uhr, der andere rettet mit Lucas und mir die anderen. Nein. Quatsch mal, hol die Uhr. Jack macht das. Jack. Geh du mal in die Uhr. Unser bester Mann muss zur Uhr. Und das bist du, Kumpel. Tu es für Norm. Ja, tu es für Norm. Aber ihr müsst hoch da. Machen wir. Sei vorsichtig, okay? Wir retten die Freunde. Ich habe mit den TNT-Jongleuren von Tristy Cove trainiert. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname. Das ist richtig. Naja, auf Luna? Liebling? Jack, ich vertraue auf dich. Siehste? Luges Lama. Ja, haut ab. Ja, ganz klug. Luna! Schnauze, sag ich nochmal. Aber warum? Stella. Können wir die mal bitte nicht befreien? Können wir die da stecken lassen im Eis? Ihr geht's ja nicht schlimm. Jesse, geht's in Ordnung. Genau wie ich es geträumt habe. Ein Fanboy. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, nicht nur du. Jesse? Schaut so aus, als hätten wir ein Problem. Schnendermans. Oh, die mag ich gar nicht. Schnenderpiepungs. Was ausschaut. Ich glaube, da können wir nicht so schnell gegen bestehen. Na komm, Eis schmelzen. Zack. Raider befreit. Okay. Ja, da kommen sehr bald neue. Jesse, hallo. Stella? Ich hätte die Uhr natürlich finden können, aber da waren sehr verwirrende Sehr verwirrende Schilder. Alles klar. Ja, das ist klar. Ja, halt bitte endlich deinen Schnabel jetzt. Ja, das wollte ich dir schon lange sagen. Kannst du bitte endlich den Schnabel halten? Schnauze. S-G-H-N-A-U. T-Z-I. Stella zurücklassen. Ja. Tut mir leid, Stella, aber ich lasse dich da drin. Für dein Gespräch. Kannst du hier mal ein bisschen... Ja. Und du bleibst hier. Jetzt, Moll. So ist doch mit dem. So ist hier mit dem. Erdmann, ja, das war hier. Das kannst du mit dem zusammenfreuen. Na komm. Sie wird mal endlich hier gelassen. Jetzt auf zu der Uhr. Wir sehen uns wieder, Jesse. Ja, wir sehen uns. Man sieht sie mit zweimal am Leben. Allerdings. Aua! Was? Wieso beißt mich das Lama? Mann. Ich hab dich gerettet. Von der Bösen. Und der Stella. Ja, und was hat die Uhr? Alles klar. Haben wir es geschafft, oder was? Na, aber die Aufgabe bestanden. Und das hat's geschafft. Erledigt. Nein? Dann lasse ich es. Es war nämlich nicht halb so beeindruckend wie das hier. Die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen extrem laut. Admin? Fliehen? Ich kann nicht ohne Voss weg. Nur zu, Leute. Wir holen euch ein. Na dann. Hol du Voss und... Komm dann zurück. Ach, ich bleib hier und hol was mit ab. Alles klar. Ich muss ihn finden. Dann finden wir ihn. Ja, keine wir werden Sorge, ihn Jack. Finden. Ich helfe dir. Ich auch. Ja, wir müssen auch weg hier, aber ja. Ich habe böse Vorahnung. Wirklich? Habe ich? Das ist nicht was. Das ist zumindest nicht mehr was.
Au, au. Ja, ich ahne Böses. Der Admin. Hauen wir ab, ganz schnell hier weg. Was? Nein, was tust du? Warum sagst du so etwas? Glaubst du diesen Quatsch etwa? Kaufst du dem Admin seinen Wahnsinn ab? Abkaufen. Er ist der Admin. Seht ihr das denn nicht? Ich habe es alles erschaffen. Was? Was? Ja. Hast du es immer noch? Doch, das habe ich schon begriffen. Hauen wir ab! Schnell weg hier! Fuss ist im Arsch. Hauen wir ab. Wir können Ross nicht mehr retten. Er ist der Admin. Oh, du bist ein helles Haut Köpfchen, ab. Jesse. Weg da! Natürlich bin ich das. Was? Die ganze Zeit? Was, die ganze Zeit? Nein. Nicht die ganze Zeit, du Trottel. Der echte Ross hätte in meinem Seetempel niemals so lange überlebt. Oh. Ich bin enttäuscht, Jesse. Du hast offenbar nicht das Zeug dazu, wirklich mein Freund zu sein. Mein Ach, du Scheiße. Ein Jammer. Du hast uns reingelegt. Ich fasse es nicht. Du hast uns hereingelegt. Glaubst du wirklich, dass man so Freunde findet? Ach komm schon, es war doch auch aufregend, oder? Eine überraschende Wendung. Oh, Verzeihung, Mr. Admin. Juhu. Sie da unten. Diese Narren wollen vielleicht nicht ihre Partner sein, aber ich will es. Aber du hast verloren. Leute. Leute, was sollen wir jetzt tun? Abhauen. Gesehen, schon, aber im Gegensatz zu denen weiß ich ihr Angebot zu schätzen. Abhauen, 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 nicht kämpfen. Nein, nicht. Nicht fliehen. Abhauen, okay. Flieht, Inneren. Warte mal. Verpisst euch. Wirklich? Ihr glaubt, das würde gegen mich funktionieren? Ihr seht mich, oder? Ihr könntet wirklich einiges von Stella lernen. Sie macht ihre mangelnden Fähigkeiten durch eine tolle Einstellung wett. Ist klar. Deine Einstellung hingegen? Oh, wir lassen Stella im Stich, die könnte uns zum furchtbaren Gegner werden, aber ich sehe ja eh schon. Ich habe das alles das kriegen wir auch noch hin. Geschafft. Komm, haut ab, Leute. Jetzt, schnell. Du betrügst. Wie kannst du mir das antun? Wir haben das getan, was du gesagt hast, oder? Deine blöde Uhr geholt. Nein, du warst mehr daran interessiert, deine Verliererfreunde zu retten. Das entwertet alles andere. Ich habe dir so viele Chancen gegeben. Spielverderber. Wir haben dein scheiß Spiel gespielt. Wir haben es sogar gewonnen. Warum seid ihr nicht geflohen, Leute? Jetzt noch so. Weit war. Ihr konntet fliehen. Flieht ihr davon. Was? Technisch gesehen war Jack hier der Sieger? Nee, was? Ich verstehe mich nicht falsch. Es gibt noch ein paar Fehler auszubessern, aber wir kriegen das hin. Mit der Zeit. Hat er jetzt einen Handschuh an? Was? Wo ist er hin? Ich bin verwirrt. Doch, so bricht er nicht den Kopf. Na, aber dann bin ich wenigstens den Handschuh weg. Die Handschuh los. An Vernunft appellieren, das bringt hier nicht mehr viel. Das war sinnvoll. Ich fühle mich lieber gut. Und ich fühle mich richtig gut, wenn ihr zwei nie wieder das Tageslicht erblickt. Nie wieder! Hilfe. Na, das war wohl Folge 2 von Episode 2 von Staffel 2. Da hat sich was gedoppelt. Ja, wie auch immer, das war die Episode, wir haben sie zu Ende gespielt, das war's.
Und da sind unsere Entscheidungen und die Credits. Wen hast du Dico bewachen lassen? Du und 74,7% der Spieler haben Raider zum Uhrenmeister gemacht. Ja, warum denn auch nicht? Nicht mal wieder in der Mehrheit. Als Petra dir sagte, dass sie nach ihrem Schatz sucht, welchen Rat hast du ihr gegeben? Du und 36,7% der Spieler sagten ihr, dass sie für das Abenteuer wie geschaffen ist. Was? Nur 36%, also fast 37%. Oh, ja. 33,5% der Spieler sagten ihr, dass es ganz an ihr liegt, was etwas zu finden, das sie mag. Okay, nur 7,4%, sorry. Die Spieler schwiegen einfach. Ja, gut, das habe ich auch eher aus Versehen gemacht. 22,3% der Spieler sagten ihr, dass Freundschaft ihr Schatz ist. Alles klar. So sieht's aus. Und hier sind wir wieder in der Mehrheit. Wem bist du gefolgt, nachdem du den Eispalast der Verzweiflung des Admins betreten hast? Du und 80,8% der Spieler sind Raider und Lukas gefolgt. Na, das ist doch gut, dass ich mich zumindest mit der Masse entschieden habe. Ich glaube, das war keine so wichtige, so wesentliche Entscheidung, aber ja. Ich meine, wer wurde dazu verdammt, der neue Champion des Admins zu werden, weil du sie losgeschickt hast, um die Uhr zu zerschlagen? Ja gut, das wusste ich an dieser Stelle ja noch nicht, wer jetzt, dass der jetzt der Champion wird. Aber ja, du und 42% der Spieler, 42,2, haben Jack losgeschickt, um die Uhr zu holen. Ja, Petra zum Champion, ja, das wäre vielleicht, da hätten wir sie wieder in eine Opferrolle gesteckt. Wir haben sie schon damals in Staffel 1 dem Witherstorm überlassen. Das war, wir haben schon viel mit ihr riskiert. Mit Jack auch, der hat schon ein Auge verloren, aber ja, der ist ein kräftiger Kämpfer, der hält das aus. Oh, ja. Was hast du getan, als Stella dich bat, sie aus dem eigenen eisigen Krallen des Admins zu befreien? Du und 49,4%. Wow, das ist fast 50-50. Aber ein bisschen sind wir zurück. Der Spieler haben Stella am Eis festsitzen lassen. Ja, verdient hat sie es, ist ja richtig. Aber damit, glaube ich, haben wir auch einen starken Gegner, also einen starken Rivalen wirklich gewonnen. Ja, sofern man das gewonnen nennen kann. Ja, ich glaube, wenn die sich jetzt mit dem Admin verbündet, ja, die hätten wir auf unserer Seite unter Umständen haben können. Also die hätten, auch wenn wir sie mitgenommen haben, hätten vielleicht noch überzeugen können, Vernunft beibringen können, hätten wir hier vielleicht, aber ja, was soll's. Du und, ja, das sind hier nochmal die ganzen Uhrenmeister. Ja, belangen wir doch meistens, naja, gut, ja, ist ganz in Ordnung. Die Entscheidungen, ja, sind meine Entscheidungen. Haben wir so gemacht. Ihr müsst schlimme Störenfriede sein, wenn ihr hier landet. Der Admin, nun. Hierher schickt er die Leute, für die er besondere Pläne hat. Ihr habt vielleicht bemerkt, es ist nicht so nett hier. Und die Leute? Tja, die sind auch nicht so nett.